klar, stimmt doch. Du zum Beispiel hast einen Schnabel, Federn, fliegst mit den Wildgänsen, dabei bist du ein... Naja, eben ein Vogel. Ich bin nicht bloß irgendein Vogel, ich bin eine Wildgans. Das ist etwas anderes als ein Storch. Storchenschnäbel sind zum Beispiel viel länger. Gorgo, und pass auf! Meint ihr, er wird wieder? Güchtiger Himmel. Gut gemacht, Nils. Was glaubst du, was passiert, wenn man eine Gans im Tiefflug ablenkt? Gorgo, alles klar bei dir? Lass ihn doch mal, gib ihm Zeit. Ist alles in Ordnung, mein Junge? Ich... wo bin ich? Und wer bist du? Was? Oh nein, sein Kopf ist ganz durchgewirbelt. Wegen Nils hat er sich das Hirn verstaucht. Was? Ich hab doch gar nichts gemacht. Schluss damit. Wir sind deine Familie, Gorgo. Meine Familie? Was ist dein Gorgo? Du, Gurke, warte kurz, mein Lieber. Alle anderen mitkommen. Hey, yo, was geht ab, Bro? Bei mir? Kinder, wir haben ein ernstes Problem. Gorgo hat sein Gedächtnis verloren. Sein Gedächtnis? Wo denn? Akka will damit sagen, dass sich Gorgo an nichts mehr erinnern kann. Und wer bist du? Freddy, König der Lüfter und Prinz der grünen Täler. Hey, ist cool, mal einen anderen Adler zu treffen. Gibt hier nicht so viele von uns. Was? Ein Adler? Wo denn? Weiß nicht, wie es dir geht, aber ich brauch was zum Schnabeln. Hatte gerade eine Maus im Visier, aber irgendwie hat die sich aus dem Staub gemacht. Wow. Sag mal, was ist deine Maus? Aus welchem Horst bist denn du gefallen? Ne Maus! Ein kleiner, flinker Säuger. Piep, piep. Hast du es endlich geschnallt? Ist echt verdammt schade. Die Maus wäre ein feiner Happen für zwischendurch gewesen. Wie auch immer, ich dreh noch mal eine Runde. Man sieht sich, Bruder. Hör mal, Gorgo. Wir haben uns überlegt, dass... Alles klar bei dir, alter Freund? Bist du etwa ein flinkes, kleines Säugetier? Das könnte man so sagen. Wieso fragst du? Du bist eine Maus. Was? Lecker! Bleib stehen, Mäuschen! Gorgo will mich fressen! Um Himmels Willen, Gorgo! Hör auf damit! Meinetwegen sei ein Adler. Aber ich war es, die dich großgezogen hat, mein Junge. Also benimm dich und zeig ein paar Manieren. Los, entschuldige dich. Entschuldigung. Ist das etwa schon alles? Na, tut mir leid, kleiner Mäusefreund, aber ich habe immer noch Hunger. Hört mal, wir müssen ihm doch irgendwie helfen können. Ja, ich habe keine Lust, als sein Mittagessen zu enden. Wahrscheinlich braucht Gorgo nur sowas wie Gänseunterricht.